Moin Leute, da bin ich wieder. Die Deutsche Telekom hat ein paar Aktionen oder beziehungsweise jeder Mobilfunkkunde oder wenn ihr einen Vertrag bei der Telekom habt, bekommt 100 Gigabyte geschenkt. Viele Medien haben auch darüber berichtet, wie zum Beispiel Cash's Blog, Chip.de hat darüber berichtet. Vor 7 Stunden WinFuture davon berichtet, dass die Telekom ab dem 1. Dezember 100 GB verschenkt. Und Giga.de hat darüber berichtet, die Telekom natürlich auch selber auch. Und darauf wollte ich nicht. Wer hat noch darüber berichtet? Also ein paar Medien haben auf jeden Fall darüber berichtet. Und genau, es gibt 100 GB für jeden einzelnen Telekom-Kunden geschenkt. Und genau, Giga.de hat darüber berichtet, wer bei der Telekom ist, darf sich freuen, bekommt vom 1. bis zum 7. Dezember 100 GB Datenvolumen kostenlos geschenkt. Davon ausgenommen sind natürlich Congstar-Kunden und die Kunden von Mobilcom Debitel. Die bekommen die 100 GB nämlich nicht. Die 100 GB bekommt man über die Mein Magenta-App oder telekompass.de müsste das nämlich sein. Genau. Das Datenvolumen kann man sich auf jeden Fall auch auf passtelekom.de auf jeden Fall sichern. Da gehen wir mal drauf. Na komm. Also ich kann da nicht drauf gehen, weil ich ja bei Vodafone bin, aber ihr müsst diesen Link bei euch im Browser eingeben, pass.telekom.de, um euch die 100 GB zu sichern. Da müsst ihr eingeben im Internet pass.telekom.de, um euch die 100 GB zu sichern. Genau, die Telekom hat auf jeden Fall auch darüber berichtet. Beziehungsweise vor 2 Tagen bekommt jeder 100 GB Datenvolumen. Ist natürlich auf jeden Fall auch kostenlos. Diese Aktion gibt es ja auch auf jeden Fall auch jedes Jahr. Und diesen Link, den tue ich auf jeden Fall auch auf der in dem Video mit hinein. Und genau, die Aktion gilt von 1.12. bis zum 7.12.2022. Und genau. Und schauen wir uns mal die Telekom-Tarife an. Geben wir hier mal ein. Telekom-Tarife oder beziehungsweise einfach nur Telekom fertig. Na komm, es lädt. Mal gucken, ob sich da was getan hat. Genau, Smartphone-Tarife. Kleinen Moment warten. Braucht immer ein bisschen lange, bis er lädt. Na komm. Na komm. Es dauert immer so lange. Es nervt immer so. Genau, und 5 GB für 35 Euro, 10 GB für 40 Euro, 20 GB für 50 Euro, 40 GB für 60 Euro und unbegrenzt für 85 Euro. Eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Es gibt auch die Tarife auch ohne Laufzeit. Na komm. Das dauert immer so lange. Na los. Ja, es dauert, ist immer so nervig, wenn das so lange dauert. Naja, und wie gesagt, diese Tarife sind auf jeden Fall auch scheißen teuer. Da hat sich auf jeden Fall nichts getan und noch nichts gebessert. Die Tarife gibt es auf jeden Fall mit Vertragslaufzeit oder Tarife, also es gibt die mit Laufzeit oder auch ohne Laufzeit. Das ist auf jeden Fall bei der Telekom ganz, ganz gut. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall der beste Tarif. Marenta Mobile XL. aber der Tarif ist auf jeden Fall scheißen teuer. Es gibt allerdings auch einen Trick bei der Telekom. Da kann man sich auf jeden Fall auch einen Vertrag abschließen mit 2 Leuten. Dann zahlt man 104,90 Euro und dann zahlt jeder 52,45 € pro SIM-Karte. Das kann man hier oben auf jeden Fall auch einstellen.
Genau. Trotzdem sind diese Tarife bei der Telekom auf jeden Fall auch scheißen teuer. Das muss man wirklich sagen. Und genau. Das war's auf jeden Fall von mir. Und diesen Link, den tue ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung, also in dem Video, was ich hochladen werde bei YouTube, auf jeden Fall auch damit rein. Genau. Das war's von mir. Und dann würde ich mal sagen, bis die Tage.